Ja, vielleicht bestand ja auch die Möglichkeit, noch irgendwelche Erinnerungen zu finden, die ich jetzt nicht hatte, wodurch ich die aus der Tessa mehr rausgekriegt hätte. Das weiß ich jetzt nicht. Das sind wahrscheinlich die Einflüsse, die ich nehme mit den Dingen, die ich mache. Police Department. Auf zum Cop. Ganz schön trostlos. Normalerweise ist es voller, aber die meisten Beamten stempeln um Punkt 6 aus. Gibt's keine Verbrechen nach 6? Auf den Straßen von Delos Crossing? Nur Bären und ein paar Betrunkene. Normalerweise kommt Onkel Eddie allein damit klar. Auch mit betrunkenen Bären? Wie auch immer, er ist wahrscheinlich in seinem Büro, oben. Betrunkene Bären, ne? Das wär's ja noch. Oh Mann, die haben immer noch dieses gruselige Maskottchen. Sein lokaler Held. Was? Officer Justin Beaver ist nicht gruselig. Er ist unser dienstältester Polizist. I am the law. Also ich bin das Gesetz. Home sweet home. Warst du in deiner Kindheit häufig hier? Ja, immer wenn Eddie arbeiten war. Das ganze Revier ist wie meine Familie. Ist irgendwo eine Erinnerung. Aber wo? Hier laufe ich weg von der Erinnerung. Lauf mal hier vor. Hier kommen wir wieder näher, aber hier sieht es ein Stück weiter rechts. Ach hier, die Tür. Komm schon, hier können die armen Kinder doch nicht schlafen. Aber wo sollen sie denn sonst hin? Das Sozialamt braucht doch noch eine ganze Weile und das hier ist eben das einzige Bett. Alles außer einer Zelle. Wir finden was anderes. Nicht das schon wieder. Gott, hier nicht auch noch. Ich bin nicht bereit. Ich auch nicht. Nicht bereit für Erinnerungen. Das ist Denise Wilsons Schreibtisch. Kennst du sie noch? Was? Crazy D? Die hat doch... Sie hatte Geburtstag. Ich hab ihn vergessen. Du bist ein schrecklicher Mensch. Du bist schuld. Ich habe mich so auf dich gefreut, da ist es mir einfach entfallen. So schrecklich, den Geburtstag vergessen. Kennst du den noch? Ach was, ist das Jet? Ja, er ist letztes Jahr gestorben, als er sich zwischen die und einen Bären stellte. Oh, verdammt. Arme die. Ja, das ist dann schon... War ein schützender Hund, ne? Tyler, kommst du? Ja, das kommt, Tyler. Wir gehen hoch. Wo ist? Wahrscheinlich hier drin, weil hier ist Licht. Klopfen. Chief Edward Brown. Allison, hey. Ich telefoniere noch kurz. Ich sag mir Linda, dass die Raben in ihrem Abfall nicht Sache der Polizei sind. Ich bin gleich bei dir. Klar. Macht euch einen Kaffee. Hier. Der Schlüssel für den Pausenraum. Danke. Kommt wieder, wenn ihr fertig seid, okay? Okay. Kaffee? Die Maschine ist unten im Pausenraum. Aha. Wo will er denn hin? Armory. Das ist Rüstung, ne? Waffenkammer. Ja, stimmt. Waffenkammer ist das. Das ist Rüstung. Will jetzt überall reingucken. Akten über Mary Ann in den Archiven? Keine Ahnung, aber da kommen wir eh nicht rein. Vielleicht zeigt uns Eddie ja ihre Akte. Hat er auch einen Schlüssel gegeben? Komm mal bitte. Nee, komm mal nicht. Hätte es sein können, dass wir mit dem Schlüssel jetzt überall reinkommen. Jetzt hier hin. Zum Raucherbalkon wahrscheinlich. Okay, dann gehen wir mal runter. So, jetzt im Pausenraum.
Kaffee trinken. Erinnern. Weißt du, ich dachte echt, dass ich diese Erinnerung irgendwo ganz tief in meinem Hirn weggesperrt hätte. Ja, ich auch. Irgendwas ist im Weg. Dann schieb mal mehr. Irgendwas ist im Weg. Dürfen wir nicht rein, Schweinerei. Warum? Mann, die werden den Typen nie fangen. Was genau hat er getan? Briefkastendieb. Der Typ hier stiehlt aus Briefkästen anderer Leute. Das Arschloch hat sich einfach meine Washi-Tape-Bestellung geschnappt. Ah, okay. Ich dachte an einen richtigen Briefkasten als Räuber. Du weißt schon, der auf seinem Pfosten herumhüpft mit einer kleinen Maske auf der Klappe. Hä? Verstehst du? Der Briefkasten ist der Räuber. Entschuldige, war ein schlechter Witz. Ja, der war sehr flach. Briefkastenräuber. Was ist man hier? Ist hier irgendwas Wichtiges? Nee, ne? Hier ist noch irgendwo was. Gehen wir mal ein Stück nach vorne. Draußen. Irgendwo. Ist hier noch eine Erinnerung? Okay, gehen wir rein. Und die auch auf? Da. Ja. Wo gehen wir hin? Wir werden uns jetzt hier hinsetzen und ich stelle dir ein paar Fragen, okay? Okay. Alles okay? Ja. Aber normalerweise will ich nicht an diese Nacht denken, wenn ich hier bin. Das kann ich mir vorstellen, dass man doch nicht an die Nacht denken will. Gibt's einen Snackautomaten? Alles okay? Mir ist nur etwas übel. Das muss ein neuer Rekord sein. Days without bear shoot. Soll ich es wegschieben? Kekse von letzter Woche? Kannst du dich bitte konzentrieren? Konzentrier dich darauf, weshalb wir hier sind. Na gut, wow. Dieser Ort macht dich ja wirklich nervös. So, das schieben wir mal beiseite, dass wir hier wieder rauskommen. Das ist schwerer als erwartet. So. Das ist offen. So hungrig bin ich auch. Ach, das sind die Kekse für letzte Woche. Hier ist die Kaffeemaschine. Der ist noch warm? Willst du so spät noch einen Kaffee? Der hält dich wach? Ah, ich glaube eh nicht, dass ich viel schlafe. Hab zu viel im Kopf. Die staubigen Sofas machen es auch nicht leichter. Hey, alles okay? Halt dich an den Plan. Komm schon, dreh jetzt nicht durch. Nein, bitte, ich kann nicht lügen. Das haben wir schon. Alles wird gut, okay? Alles okay? Ehrlich?
Nein. Hast du je bereut? Nein, niemals. Na, vielleicht ein- oder zweimal am Anfang, aber jetzt überhaupt nicht mehr. Ich meine, sieh nur, wo wir sind. Wo ich bin. Onkel Eddie ist jetzt wohl fertig. Gehen wir zu ihm. Ist es okay, wenn ich kurz in diesen Raum gehe? Bist du sicher? In welchen Raum hier? Den Raum hier rein? Wegen der Erinnerungen? Ich bin das erste Mal wieder hier seit dieser Nacht. Eddie fühlte sich so unwohl, er ließ eine Vase fallen. Okay. Ah, scheiße. Sorry. Die haben Sie behalten? Was? Diese Vase. Die wurde zusammengeklebt. Tatsache. Da ist die Vase. Und dann die Vase wieder zusammen. Oh, was ist das da hinten? Nee, oder? Hast du dich die ganze Zeit hier versteckt? Haben wir einen Kobold gefunden? Eiskönig. Ich bin ziemlich sicher, dass Chief Brown sein Telefonat beendet hat. Dann kann man ja dorthin gehen, ne? Hier, noch eine Erinnerung. So viele Erinnerungen hier. Warum wurden wir getrennt? Geht es Ollie gut? Ollie geht es gut, Kleines. Trinkt im anderen Zimmer Kakao. Alles wird wieder gut. Ich muss dir jetzt ein paar Fragen stellen. Kommst du mit? Du bist furchtbar still. Ja, sorry. Es ist echt viel. Ich komm klar. Ja, sind halt auch die Aussagen wahrscheinlich, die in dieser einen Nacht getätigt wurden. Hey, tut mir leid fürs Warten. Manchmal rufen uns die alten Leute nur so an, sie sind halt einsam. Schon gut, Onkel. Hey, kennst du den noch? Ja, na klar doch. Wie könnte ich ihn vergessen? Tyler Ronan. Zurück in Delos Crossing. Schön, zurück zu sein. Und schau dich nur an. So erwachsen. Ja, hab immer aufgegessen. Alle sind so stolz auf dich. Wie du für die Kids in Fireweed da warst. Ich sag's ja, Kinder sind die Zukunft. Ich dachte, das sagt Whitney Houston. Komm schon, Kumpel. Sie hat mir die Nummer gestohlen. Jeder weiß das. Seht euch an. Endlich wieder vereint. Gut, was? Ja, wie bin ich nur ohne sie klargekommen? Also, Eddie, wir sind nicht nur aus Spaß hier. Wir fanden was in Marians Zimmer. Irgendwie ergibt nichts mehr so richtig Sinn und jetzt haben wir Fragen. Ach ja? Nur Y, ne? Hat sie was erwähnt, das sie beunruhigt haben könnte? Vor allem in Bezug auf Tyler. Nein, sowas hat sie immer mit sich selbst ausgemacht. Hat uns alle auf Abstand gehalten. Verstehe. Eins sag ich euch aber. Eure Mutter hätte keinen dafür gehasst, anders zu sein. Meistens lief es andersrum. Wie waren ihre letzten Tage?
vielleicht jemand was über ihr Verhalten angemerkt? In dem Zeitraum vor dem Tag? Irgendwas? Nein. Für alle, mit denen ich sprach, kam es überraschend. Hattest du sie noch gesehen? Also an einem der letzten Tage? Nein. Ich hatte sie lang nicht gesehen. Vielleicht einen Monat vorher. Na, jetzt können wir uns noch bedanken. Danke, Onkel Eddie. Wenn ihr mich fragt, in Erinnerungen zu wühlen, bringt nichts. Wir haben eigentlich keine andere Wahl. Man hat immer die Wahl, Junge. Auch wenn es nicht so aussieht. Aber es stimmt. Könnten wir Ihre Akte sehen? Vielleicht fällt uns darin was auf. Ihre Akte? Ihre Fallakte, Polizeiakte oder wie auch immer. Ihr hebt die quasi ewig auf, oder? Das stimmt zwar, aber ich kann sie nicht einfach herzaubern. Es gibt Vorschriften. Aber du bist Chief. Darum muss ich mich erst recht an die Vorschriften halten. Versteht ihr? Hör zu, Chief Brown. Hilfst du uns jetzt oder können wir uns nicht auf dich verlassen? Tyler! Nein, schon gut. Tyler, ich weiß, du nimmst mir Fireweed übel, aber es war die beste Lösung. Ich bin nicht sauer wegen Fireweed, sondern weil du meine Schwester 7 beschissene Jahre lang von mir ferngehalten hast. Darum geht es hier? Das war auf Anraten des Gerichts. Die sind die Experten. Ich habe zugestimmt. Ja, klar hast du das. Glaub mir einfach. Wir haben alle geglaubt, dass es in dieser Nacht Notwehr war. Aber es gab keine Beweise. Ich fasse es einfach nicht. Hör zu, wir konnten nicht sicher sein, okay? Ich habe versucht, euch beide zu schützen. Bist du noch immer unsicher? Was? Du denkst immer noch, dass die Trennung die richtige Entscheidung war? Sie war traumatisiert. Wir hätten uns gegenseitig gebraucht. Und du hast uns das genommen. Und warum durfte deine Schwester nicht zu dir kommen, als du 18 wurdest, Onkel, hä? Bitte, lassen wir das. Sie wird dir nie sagen, wie sehr sie das verletzt hat. Doch, so war's. Es ging um mich, nicht um Allison. Sie versteht das. Und 3 Jahre sind nichts im Vergleich zu 7. Stimmt's, Ellie? So falsch, uns zu trennen, oder Eddie wollte nur das Beste? So falsch, uns zu trennen, ne? Hör zu, Onkel. Die Trennung hat mir nicht geholfen zu heilen. Wenn überhaupt eher das Gegenteil. Auch wenn er gefährlich gewesen wäre, ich hätte es riskiert. Getrennt zu sein war furchtbar. Ich wusste nicht, dass du so fühlst, kleiner Elch. Es war nicht leicht, darüber zu reden. Ich wollte nicht undankbar wirken. Okay, jeder hat Scheiße gebaut. Wir haben uns verletzt. Das kann schon mal vorkommen. Sehen wir nach vorn. Klingt nach einer guten Idee. Da frage ich mich, wer wen erzogen hat. Onkel, wir übernachten im alten Haus. Wir sollten los. Wollt ihr erst mal essen? Geht auf mich. Ich will euch nicht mit leeren Mägen gehen lassen. Da sag ich nicht nein. Okay, gehen wir. Der will irgendwie an die Akte ran, noch kann ich verstehen. Was war das jetzt? Nein, bitte, lass dich.
getötet. Allison, wir müssen Hilfe rufen. Ich hab sie getötet. Nein, hast du nicht. Ich war das. Und wenn sie kommen, dann sagen wir ihnen das auch. Nein, nein. Ja, wir passen aufeinander auf. Was tun Kobolde so? Und Brüder und Schwestern. Alles wird gut. Wir schaffen es. Bestimmt. Er hat es anscheinend nicht getan. Sie war es. Genau. Das war das, was auf dem Polizeirevier passiert ist. Also darum gehen mit der Lüge. Die haben das genau andersrum gedreht. Er musste dann in den Jugendknast. Er ist dann in diese Erziehungsanstalt dort Fireweed gekommen. Okay. War also vom Geschehen her genau andersrum als zu Beginn. Das ist, war jetzt ein bisschen überraschend. Also ich konnte das nicht anhand der ganzen Erinnerungen und sowas so irgendwie für mich denken, dass das genau so passiert ist. Aber dieser Teil war für mich schon mal eine interessante Geschichte. Achso, und jetzt kann man hier schauen, was man, die Entscheidungen, die man getroffen hat. 74% haben den Ring angenommen, 15% haben den Ring abgelehnt und 11% haben den Ring ins Wasser geworfen. Prozent haben das Türrätsel gelöst, 19% haben das Türrätsel missachtet. Okay. Ich hab's gelöst. Nachdem ich die richtige Geschichte gelesen habe. Tyler fühlte sich durch Allisons Vertrauen im Laden bestärkt. Achso, war ich wegen Tylers Erinnerungen. Tyler fühlte sich enger mit Allison verbunden, als sie sich auf der Wache auf seine Seite gestellt hat. Ja, das habe ich auch so von den ganzen vorher so mit entschieden. Wie die miteinander umgegangen sind, dass dann doch die Trennung hart auch für beide war. Tyler gewann Sams Respekt. Haben Sam zur Rede gestellt. Ja, 7% haben die Wahrheit davon, 14% haben keine Antwort erhalten. Ja, ich gehöre zu, ich habe keine Antwort erhalten. Könnte auch noch Tessa verärgern. So, was zu Freunden wechseln? Zur Community wechseln. Ach so. Ja, kann man schauen von Freunden, die es gespielt haben. Und da bin ich jetzt überall. Hier 50-50. Und der Rest, okay. Dann hat es wahrscheinlich mal irgendjemand nochmal gespielt. Hier kann man das von Community anschauen. Also was jetzt? Naja, offensichtlich wird er uns nicht die Wahrheit sagen. Also müssen wir sie selbst herausfinden. Halt,
Du willst doch nicht ernsthaft ins Polizeiarchiv einbrechen. Ganz oder gar nicht.